Ich gebe ja auch gerne mal Gas und Baden-Württemberg passt eigentlich schon recht gut zum Thema. Allerdings diesmal nicht mit einem Zweirad wie diesem hier, das übrigens hybrid angetrieben ist. Und die Besonderheit hier an diesem Fahrzeug ist, Verbrennungsmotor und Elektromotor verstecken sich in einem Motorblock. Cool, ne? Egal, ich sitze in einem Vierrad und gebe mit diesem Gas. Und warum, weshalb, wieso, das zeigen wir euch jetzt direkt live aus dem Schwabeländle. Auf geht's! Hinein in die heiligen Hallen. Hier steht er, bereit zur Abfahrt. Linas und Julias grüner 4x4 Geländewagen. Herzlich willkommen in Waibling, in einer ganz besonderen Werkstatt, in der ich mich ganz besonders zu Hause fühle, denn hier steht mein Rennauto. Und damit fahre ich nicht über irgendwelche Rundstrecken, nein, es ist ein Mercedes Sprinter, den haben wir extra umgebaut, denn damit geht es jetzt in die Wüste zur Rallye Aisha de Gazelle. Und das ist eine ganz besondere Wüstenrallye, denn hier wird nicht mit GPS und Vollgas gearbeitet, sondern hier haben wir noch richtig schön Karte, Lineal und das war's dann auch schon. Und alleine schlägt sich's in der Wüste ziemlich schlecht, deswegen habe ich natürlich auch eine Co-Pilotin an meiner Seite und die steht jetzt schon da hinten an meinem Auto und genau das bzw. die beiden möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das ist doch mal ein schöner Anblick. Das Rennauto, unser Mercedes Sprinter mit einem knackigen 6-Zylinder, 3-Liter Dieselmotor und 190 PS. Und dann natürlich Julia, meine erfahrene Co-Pilotin. Genau das brauche ich an meiner Seite. Meine schöne Aufgabe ist ja, das Auto möglichst unfallfrei durch die Wüste zu bringen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass wir uns nicht zu sehr eingraben. Wir haben aber auch irgendwie einen Anker dabei, glaube ich. Und ja, Gott sei Dank die Winde, um uns dann noch selber rauszuziehen. Ne? Genau, also wir haben eine Seilwinde vorne und hinten. Also wir sind komplett flexibel, je nachdem, wie wir gerade am Berg stehen. Und dann haben wir noch unsere schönen Sandbretter und ein Rechen und was es sonst noch so gibt, um sich da wieder rauszuholen. Genau, und ganz wichtig, Schaufeln. Sind deine Oberarme fit? Reicht auf jeden Fall. Ich glaube, rosa ziehe ich dann im Sand auch nicht mehr an, weil sauber bleibt man da nicht lange. Sollen wir mal einladen und dann noch so ein bisschen die Technik kontrollieren? Gerne. Okay, cool. Bei der Rallye Aisha de Gazelle geht's über 2500 Kilometer durch ausgetrocknete Flussläufer und Sahara-Dünen. Da sollten alle wichtigen Wüstenutensilien an Bord sein. Also, wir haben ja hier noch Wurfzelte, Schlafsack, Isomatten. Da kann man so schön gemütlich machen. Okay, der grobe Check ist erledigt. Wir beide sind bereit, loszufahren. Ich gucke jetzt mal noch, was die anderen so treiben. Und vor allem muss ich erstmal wieder den Helm absetzen, weil den habe ich noch lang genug auf dem Kopf. Neben dem Team Lina gehen noch 4 weitere Rallye-Teams für Mercedes-Benz-Vans an den Start. Bereits alte Rallye-Hasen sind die beiden Ingenieurinnen Coralie und Susanne. Coralie und Susanne, hi, ich muss euch mal kurz stören, denn wir sind bei der Rallye Aisha de Gazelle als einzige deutsche Teams unterwegs, denn eigentlich ist das ja eine französische Veranstaltung. Julia und ich im Sprinter, dann im 4x4 und nebenher gibt es auch noch die Klasse Crossover. Was bei der Crossover-Wertung ja besonders ist, es gibt eine grüne Wertung. Werdet ihr also entsprechend langsam fahren, um wenig Sprit zu verbrauchen oder was ist da euer Geheimnis? Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Also man muss es immer abwägen. Wenn man zu langsam fährt und dadurch irgendeinen Checkpoint nicht mehr kriegt, dann wäre das natürlich schlecht, dann hat man nichts gewonnen am Ende. Aber letztes Jahr haben wir das auch ganz gut hingekriegt. Ich denke mal, das schaffen wir dieses Jahr auch wieder. Wir haben letztes Jahr einen Tag dabei gehabt. Da sind wir dann mit fast 0 Liter Benzin über die Ziellinie gerollt. Also das brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal. Du hast aber auch schon gewonnen in dieser Klasse, ne? Genau, letztes Jahr. Sehr gut, das heißt, ihr seid ein erfahrenes Team, ihr seid aber auch ein besonders schlaues Team, denn ihr seid beide Ingenieurinnen, das heißt, ihr versteht was von der Technik, mit der ihr euch bewegt. Elektroingenieurin ist auch nochmal ganz besonders, da hat man nicht besonders viele andere Frauen um sich herum, oder? Auf gar keinen Fall, wir waren in meinem Studium 4%, also das sagt schon sehr viel. Ich habe einfach zu den Studenten gehört, die Mathe mochten. Und so bin ich da gelandet. Ich habe einfach das getan, wozu ich Lust hatte. Und Elektroingenieurin ist es geworden. Dann lasse ich euch mit eurem Auto alleine. Wir haben nämlich noch mehr Damen in unserem Team und die möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. Sabrina Trillmann und Astrid Ebermann. So heißen die beiden neuen Gazellen, die ihr Glück bei der heißen Rallye-Tour durch die Wüste versuchen. Aber wie genau navigiert man eigentlich durch die Wüste ohne GPS? Da ist Ingenieursdenken gefragt.
Ich habe heute Ingenieurin in Hülle und Fülle, denn unser Team besteht nicht nur aus zwei, sondern aus drei. Diesmal ist es eine Wirtschaftsingenieurin und eine Projektmanagerin, also lauter taffe Frauen. Und ihr seid noch schön am Packen, sehe ich, ja? Ja, das ist richtig. Es gibt jede Menge vorzubereiten und mitzunehmen, dass ja nichts vergessen wird. Das ist wichtig. Was auch ganz wichtig ist, hier liegt's, sind die Lineal und der Kompass, denn damit wird bei uns gearbeitet und nicht mit GPS und ähnlich modernen Gerätschaften. Sag mal, hat man denn einen Vorteil als Wirtschaftsingenieurin, wenn man irgendwie sich dann zum Motorsport begibt? Ja, klar, definitiv. Also ein Reifenwechsel würde jetzt ein normaler Mensch oder eine normale Frau auch vielleicht noch hinkriegen, aber wenn man dann in den Motorraum schaut, dann hat man definitiv Vorteile, wenn es dann an weitere Bauteile geht. Also beim Luftfilter fängt es wahrscheinlich bei einigen schon an. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe, denn hier muss in Ruhe gepackt werden. Ab morgen sind wir in der Wüste und da werden keine Fehler verziehen, aber bleibt ruhig dran, denn ich habe noch zwei andere Frauen für euch. Auch am Start die beiden Handwerkerinnen Sabrina Meyer und Larissa Lauber. In welchen Handwerksberufen seid ihr denn so unterwegs? Ich bin in einer Nutzfahrzeugbranche, wir haben eine LKW-Werkstatt. Sehr cool, das heißt, du weißt dann auch, wo man den Luftfilter ausklopfen muss und kannst vielleicht auch mal unterm Auto so ein bisschen was machen. Richtig, genau. Ja. Was ist dein Metier? Mein Metier ist die Augenoptik beruflich und daher habe ich sehr viel mit Millimetern zu tun, deshalb kümmere ich mich um die Karten. Das heißt, du bist die Co-Pilotin, ich bin Blindfisch. Das heißt, ich habe jetzt auch eine Teamkollegin, die mir dann vielleicht mit Kontaktlinsen aushelfen kann. Das ist auch nicht so schlecht. Okay, dann machen wir mal die Klappe zu und sehen vor allem zu, dass wir Land gewinnen, oder? Lina ist Startler, ihr Van auch. Na dann, ab in die Wüste. Ich bin froh, ich kann jetzt endlich das kalte Schwabelindle verlassen und mich auf den Weg nach Marokko machen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Und ihr wisst ja, immer schön vorsichtig fahren, ne?